Men of Kedwin! Du siehst halt momentan sehr, sehr, sehr viele Maschinen. Also ich habe heute auch ein paar Spiele gemacht und nur Maschinen. Gegen Maschinen wollen wir keine Ballista haben. Das ist okay. Das ist ein okay Standard. 3 von 4, ist super. Und du hast deinen Baron schon. Ja, die meisten wollen halt einfach nur die Fraktionsherausforderungen machen. Abend, ist das Zakrim? Zakrim, ja. Abend Zakrim. Die meisten wollen halt einfach nur die Fraktionsherausforderungen machen und wollen dafür das stärkste Deck spielen. Das sind nun mal leider die Maschinen. Maschinen. Okay, er fängt damit an. For me, Bilberry's Honor! For me, 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 me. For me, Bilberry's Honor. Me, 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 me. Das ist komisch, er hört seine ganzen Winches raus, ohne irgendwie auch nur eine Maschine zu haben. Hm. Ich hole jetzt erstmal John raus, weil wir einfach noch eine Winch im Deck haben. Und ich John nicht bricken lassen will. John, 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 John. John was? Dark clouds gather over Temeria. Jetzt macht er das selber. Mist, der hat mal Rambock bekommen. Ich will auch einen Rambock. Ah, geht doch. Ja, das sind die guten Maschinen-Battles, ne? Okay, er spielt diese Maschinen standardmäßig. Das ist nicht wirklich schlecht für uns. Ist jetzt zwar da ein bisschen verschwendet, aber wir müssen was zum Schwächen finden. Ich hätte gern einen Brownie. Ah, würde jetzt bei Tenzin die ganzen 8 aus dem Deck rausholen. Wieso trifft eigentlich genau die verstärkte T-Borg immer genau das Ziel, was wir eigentlich nicht haben treffen wollen, weißt du? Er hätte eins von den Zielen auch treffen können, aber nein, er trifft genau das Ziel, was wir eh treffen müssen mit der, mit dem Rambock. Das ist eine gute Frage, kann ich nicht beantworten. Das Dumme ist, wir haben nicht unseren Taler. Aber das Gute ist, er würde jetzt ein paar Ziele rausholen, die mit unseren Rammböcken wegmachen können. Okay, er passt. Weil das ist so eine Karte, die will ich eigentlich gar nicht auf der Hand haben, die brauchen wir nicht. Na, natürlich ziehen wir noch eine. Oder wir ziehen noch eine von denen nach. Wir brauchen Taler. Taler oder Azurs Doppelcross wäre gut. Taler. For me, Bilberry's Honor! Wundert mich. Dass er keinen spielt? Ja, dass er keinen, aber er spielt halt wahrscheinlich Maschinen, die das nicht wirklich brauchen. Also, hat er bis jetzt wirklich Maschinen gespielt, die in Ronvid gut gebraucht haben? Ich meine, er hat die verstärkte Triborke in seinem Deck. Er kann sie jetzt halt noch theoretisch mit Nennekin zurück ins Deck mischen. Na, Saldkirk ist nicht die Karte, die ich haben will. Keine Dunbanner? Ja, das ist auch ein sehr doofes Ziel. Jetzt können wir halt die Ballisten mit Hänsel aus dem Deck rufen. Wir haben keinen Taler. Wir haben zwar gleiche Karten, aber wir haben dadurch einen Nachteil. Kommt jetzt rum mit. Are you wounded? Again. Okay, er hat sich die verstärkten Triborke wieder zurück ins Deck gemischt. Das heißt, jede verstärkte Triborke, die er jetzt spielt, müssen wir sofort ausschalten. Haben wir die Möglichkeit? Wird schwierig. Wird schwierig. Das wird echt schwierig. I'm an officer and a gentleman. Blood alone can my maid's honor unbesmirch. Your will be done, sire.
Das ist nicht wirklich kritisch, dass er die wegmacht. Ich nehme an, er wird auch nur Maschinen spielen. Das heißt, wir könnten uns jetzt eigentlich auch hier mit Chris einen Winch holen, ja? Wir kriegen hier noch einen Rambock. Nenneke will ich nicht töten, weil Nenneke ist uns erzählt, was wir enablen für einen guten Rambock. Wir haben auch keinen Brand. Kannst jetzt 3 Sechser wegbrennen. Ja, es ist... Aber wir haben keine... Wir können Selkirk nicht opfern. Natürlich haben wir Detmold auch nicht. Tja. Aber die Frage ist, ob es so gut ist, ne? Also, wir haben bis jetzt alles von ihm getötet. Wir wissen ganz genau, was wir töten müssen, dass er mit nichts aus, mit Hänsel aus dem Deck rufen kann. Und wir wissen, dass er jetzt eine von diesen Zielen hat und dieses müssen wir jetzt ganz schnell ausschalten. Er kann auch noch die Tower haben, ne? Also er hat noch einen Tower am Deck. Okay, er belebt den sogar wieder. Dann holt er sich doch die Tower. Kriegsschreier wäre jetzt noch eigentlich ganz gut. Können wir noch eine Runde warten. Ah, wir haben jetzt nichts, womit die Ballisten sind eh. Einfach nur zum Punkte machen da. Immerhin springt Ron mit ganz gut. Oh, er hat die Battling Rams auch reingemischt. Das ist nicht gut. Er hat gewonnen. Ja, können wir gleich aufgeben. Ah, das bringt nichts, weiter zu spielen. Ich überlege gerade, ob wir die normalen Ballisten wieder rausnehmen. Also ich habe jetzt in den letzten 6 Spielen habe ich fast nur gegen Maschinen gespielt. Und die normalen Ballisten sind gegen normale gegen Maschinen Sinn, nee. Eigentlich richtig kacke, ne? Ich mache nochmal ein Spiel. Wenn wir jetzt nochmal gegen Maschinen spielen, werde ich die Ballisten auf jeden Fall rausnehmen. Das ist halt das Problem, ne? Gegen Maschinen sind die richtig schlecht, gegen Monster sind die eigentlich ziemlich gut. Gegen Squared Hell gehen die auch noch. Men of Kedwin! Attack! Okay. Nein, dich wollen wir nicht. Dich wollen wir nicht. Kriegen. Ronwald haben wir schon hier. Wir kriegen diesmal auch auf jeden Fall Thaler aus dem Deck raus. Ich würde ganz gerne eigentlich noch die Ramböcke zurücklegen. Wir können jetzt eine Balliste ziehen. Zellkirk. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Okay, er spielt Handwaff. Sei eigentlich nicht so ein Matchup, was ich so gerne habe, weil er kann sich Maschinen wegkauen. Meinst du, er spielt Wetter? Eigentlich nicht, ne? Nee. Well then, let's get to work. Wäre sehr ungewöhnlich. Aber ist eine Option. Onward, Freiheit! Blöde Neckens, Similian Wart. I pass on every tenth round. So, damit kriegen wir den schon mal runter. Das ist ganz praktisch. Und haben noch eine gute nächste Maschine. Die 4 Punkte haben gereicht. Ja, Spiel Swarm. Oi, hey there, come here. Noch eine Balliste. Ja, ja, ja. Du wirst ja gar nichts machen. Francesca ist auch so eine Anführerin, die mag ich gar nicht so. Einfach nur wegen ihrer Manöver, weißt du? Splendid Manöver. Ja, warum? Ah, ich verstehe es halt nicht. Splendid Manöver. Das ist doch nett. The time of the white frost and white light is nigh. Temeria has yet to speak its last.
Die Frage ist, ob wir uns eine Winch ziehen oder was wir haben wollen aus unserer Decke, weil das ist eigentlich nichts, was ich jetzt so wirklich haben will. Ich wollte gerade sagen, Winch. Ja, das ist okay. Bitte. 1, 2, 3. Alter. Wir töten ihm alles, was er überhaupt auch nur ausspielt. Darfst du töten überhaupt sagen? Ja. Warum sollte man es nicht sagen können? Ahnung. Wegen YouTube-Richtlinien? Ja. Da ist er. Ist das nicht verboten? Nö. Ach, wie wegen Twitch-Richtlinien, mein Gott. Okay, hat gepasst. Machst du jetzt Straßenmusik? Wie soll ich denn tanzen? Blood alone can my maid's honor unbesmirch. Blood alone can my maid's honor all besmirch. Die kennt die Sprüche auch schon, das ist halt echt traurig, ne? Your vet will avenge us, Duan. Okay, ich sehe gerade, er hat noch 26 Karten im Deck. What the fuck ist das für ein Deck? Das ist ein Volunteer-Deck. Der weiß schon, was er spielt. Hey, bei Yu-Gi-Oh! Gab es auch manchmal so riesige Decks, aber das war halt so ein Deck. Wenn ich nicht weiß, was er spielt, kann er auch nicht wissen, was ich spiele. Nee, das war dann eher so eine so ein richtigen Mill-Deck, wo du auch versucht hast, deinen Gegner-Deck tot zu bekommen. Weil die Effekte gingen ja meistens für beide. Who takes an interest in Cobblers? Now one. Blood alone can my maid's honor unbesmirch. Du kannst ja nicht deck tot gehen, wenn du keine Karten mehr hast, hast du keine Karten mehr. Ja. Squares me, Evelyn. Hat er eine Tore da? Ist eigentlich auch voll behindert. Du kannst nicht mehr weiterspielen, wenn du keine Karten mehr ziehen kannst. Ja, aber Yu-Gi-Oh! Ist halt. Also ich finde das System bei Hearthstone fand ich relativ cool, wenn du Decktop bist, dass du halt Schaden kriegst über Zeit, immer mehr und immer mehr, ne? Dass du halt auch vielleicht mit den Karten, die du auf der Hand hast, gewonnen hast. Das ist extrem doof, dass wir nicht unsere Winch kriegen. Aber, na, wenn ich jetzt hier Clear Wetter benutze. Zu viel Kohlensäure. Hallo, hier bin ich Mensch. Er hat so viel Zauberkarten und er denkt, dass unsere Triss nicht funktioniert. Er hat unsere Triss gekontert. Das ist schlecht. Och, zu viel Kohlensäure. I'm so very, erstmal eine Runde Heu. Afraid. Er hat Iris gebufft? Warum? Wahrscheinlich aus Versehen. Ja, aber warum? Also manche Spieler, da wird man halt echt nicht klug von. Er hat wahrscheinlich gehofft, ach, die wird nicht gebufft und dann wurde sie dreimal gebufft. Ja. Ich weiß es nicht. Will er uns trollen? Ja. Also, anders kann ich es mir jetzt nicht mehr vorstellen. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass er uns einfach nur trollen will. Wir haben so viel Ballistenschüsse, wir können damit alles wegknallen, was er spielt. Wir hatten so viel Ballistenschüsse. Wir haben keine Maschinen mehr. Das ist jetzt echt kritisch für uns. Ich glaube nicht, dass du noch verlierst. Wir haben jetzt einfach nur zwei Sechser und einen toten Anführer. Mal gut, wir liegen aber 27 Punkte vorne. Der Anführer ist immer noch 3 Punkte. An ill wind blows. Ah, es ist nicht gut, dass er in die letzte Reihe gespielt hat. Ja, aber wir haben keine Maschinen mehr, die wir beschwören können. Ja, aber was will er denn jetzt spielen? Vielleicht ist es ein Hardcore-Maschinen-Konter-Deck. May your sword and arm be one. Ja, eindeutig. Adieblepas! Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Nee. Wenn seine Toro gebufft ist, werden wir es nicht schaffen. Men of Kedwin, attack! Seine Toro sind normalerweise 14 Punkte so. Wenn seine Toro jetzt nur um 2 Punkte gebufft ist, hat er gewonnen. Und sie ist gebufft. Nein, sie ist nicht gebufft. Doch, ist sie, aber er hatte nur 3 Karten zu liegen. Achso, ja. What the fuck? Er hat uns halt erfasst. Er hat erstmal unsere Triss gekontert, indem wir keine Maschinen gerufen haben. Das ist ganz verstanden. Ach, das liebe ich an Gwent. Du kannst aber mit einem erfolgreich sein.